Hallo und herzlich willkommen beim Minecraft Welt Update Video. Ich mache immer wieder Update Videos vom Server. Momentan haben wir 3 Tage ungefähr gespielt, haben ein paar Gebäude gebaut und der Server wird in heute Abend um 16.30 Uhr für ungefähr einen Tag down gehen, also einfach nicht erreichbar sein. Das liegt einfach daran, dass Nitrado nicht so flexibel ist und ich einfach das Geld jetzt gerade nicht auftreiben kann. Natürlich bekomme ich genug Geld, aber das liegt auf dem Konto. Und jemand anderes möchte leider noch nicht so spenden. Deshalb, ist der Server für 1 oder 2 Tage einfach mal kurz down. Dieser Server ist sehr ökonomisch. Zum Beispiel Tiere werden wieder einfach mal da sein. Zum Beispiel Pflanzen werden auch mal wieder da sein. Weil es gibt immer wieder Spieler, die einfach manchmal die Bäume einfach fällen und nicht mehr anpflanzen. Creeperlöcher werden zugebaut und so weiter. Das wird von den OPs gemacht. Da sind ein paar in Frage. Einer hat keine Zeit und momentan bin ich es noch. Aber es gibt noch nicht so viel zu tun. Und eventuell werden auch wieder Erze und Steine wieder unten einfach mal wieder alles zugebaut. Eventuell gehen wir dann später auch einmal plötzlich in eine andere Richtung. Dann ist das Spawn irgendwie tausende Kilometer weit weg. Und das wird aber alles mit einer Bahn verbunden, also ihr könnt immer wieder hier zurückkehren. Es ist einfach besser, wenn wir halt einfach mal wieder in neue Gebiete gehen, wo noch nichts ist. Da könnt ihr natürlich auch wieder Häuser bauen und so weiter, Farmen, alles mögliche. Und dann gibt es Orte, wo es dann Airfire gibt, also wir sagen es Reich gegen Reich, es heißt natürlich Realm gegen Realm. Aber eben weil es ja ein deutscher Server ist sozusagen und Realm eigentlich ein blöder Name ist für einfach so ein barbarischer Server, ein wilder Server, habe ich mal das so gemacht. Also hier oben haben wir das schwarze Brett, da sind einfach die Tafeln, hinten und vorne könnt ihr Schilder hin tun und wenn ihr irgendwas wollt vom Server, vom ein anderes Spiel oder einfach etwas Wissen weitergeben wollte oder eine Notiz aufhängen, dann dürft ihr das machen. Spams und andere Sachen werden natürlich wieder entfernt. Und am Spawn habt ihr alles zum Lesen. Eventuell werden wir eine Arena drauf bauen, dann habt ihr einen schönen Beginn direkt in einer Arena. Könnt PvP direkt machen. Hier ist das Haus von wo ist das Schild von ihm? Fighter bei 200, genau. Er macht so ein altes Holzhaus, das eher so, also wie ein Stamm aussieht ungefähr. Und drinnen hat es scheinbar Kisten, Öfen und Werkbänke. Hier hat er auch geschrieben. Hier drüben ist sein Kumpel X-Fighterboy. Er hat sich ein Haus als Baum gemacht. Finde ich übrigens richtig schön. Und hier innen ist es zwar ein bisschen eng, aber das ist genau das Richtige, was er macht. Halt wild. Es kann schon natürlich groß und Ding sein, aber auch ein bisschen wild aussehen. Wir haben eben das ausgewählt, weil es was Neues ist. Ja, nicht unbedingt alles neu ist, aber dass die Spiele einfach nicht in Ruhm und Ehre alles bauen, riesige Burgen, alles mögliche, sondern halt eine kaputte Burg oder irgendwie
eine belagerte Burg bauen, dass alles ein bisschen schöner aussieht. Einfach keine Wolkenkratzer, keine Raumstation. Eventuell werden wir doch an einem anderen Ort vielleicht einmal etwas Abgespacedes oder eben Technik oder so machen. Oder dann eben im Mod-Server, aber dass es einfach mal eine Einheit gibt und dass egal wie man es baut, sollte einfach so ein bisschen wild sein. So, hier wohnt der Alex, der ganze Name weiß jetzt gar nicht, aber er hat mal ein Zwergenhäuschen gebaut. Hier hat er angepflanzt. Und hier hat er einen kleinen See, wo er wahrscheinlich auch wieder anpflanzt oder Zuckerrohr dann anpflanzt. Und hier ist seine Mine. Das ist wahrscheinlich einfach eine Kiste mit Zuckerrohr drin. Gut, dann haben wir hier ein Gemeinschaftsgrundstück. Hier vorne wohne ich. Ich habe so ein alter Baum gemacht. Oben kommt das Haus rein. Ich zeige es nachher von innen sozusagen, was noch innen ist. Hier wohne eigentlich auch ich noch und werde auch noch bleiben später. Aber vor allem Novolem und Liquid Gamer oder irgendwas so. Und dürft es gerne unten hinschreiben, wie es wirklich heißt oder so. Oder wenn ihr wisst, wie er heißt. Und wir verbinden also alles ein bisschen. Wir machen das natürlich alles noch schöner. Es ist jetzt einfach mal ein bisschen sicher gebaut und es ist halt einfach ein bisschen groß, aber wir machen hier überall Bäume rund und drunter, machen die Weizenfarm wahrscheinlich auch oben irgendwo. Ah, da ist er, Alex Freaking heißt er, gut, schön, dass du wieder kommst. Gut, danke, du blöder Wolf, du hast meine Kuh gefressen. Gut, ist meine. Schön. So, hey, bin wieder da. Ja, bist wieder da, du siehst. Ich sehe es auch. So. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Da gibt es keine Leiter. Aber hier gibt's. Da steht es wahrscheinlich auch, wie der andere heißt. Ja. Wahrscheinlich sicher. Liquid Trust heißt er. Hat so hier sein privates Ding gemacht. Und das ist meine Hundehütte. Hier habe ich zwei Hunde. Meine sind die mit den orangen Halsbändern hier. Dann gibt es noch gelbe Halsbänder und der Liquid Trust hat noch keine Hunde. Da hat der gelbe. So, unten habe ich auch noch die Orangen, sind auch noch meine dort drin. Und ja, da drauf. Und da drin ist ja der neue, der noch rot ist. Kann ich ja Liquid... Nein, kann ich nicht. Okay. Also hier oben haben wir dann meine Haustüre. Und ja, so ein bisschen rüber mache ich das Haus und auch hier ein bisschen rüber. Es wird in einem Stil gemacht, wo ich eigentlich recht cool finde, kombiniert mit einem Baumhaus. Und ja, dafür habe ich viel gefarmt, vor allem eben diese Holzbretter, habe alles Holzstämme. Ich musste alles natürlich aus diesem Wald dort hinten holen und habe erst dann später hier auch noch Dinge machen können, weil ich genug Setzlinge hatte. Also ist es ja relativ halt langwierig entstanden. Jetzt muss ich schauen, wie ich jetzt wieder an viel Holz komme. Ich muss nämlich noch anderes Holz haben, vor allem auch Dschungelholz.
das Dschungelholz warte ich jetzt, weil wir haben noch überhaupt keinen Dschungel gefunden. Dann haben wir noch, ja, vor allem die Wege sind hier. Ich habe sie ein bisschen dekoriert, das habe ich heute Morgen gemacht. Und müsste dann noch alles die Fackeln hin tun. Hier habe ich mal ein paar Fackeln schon gemacht, damit einfach die Brücke ein bisschen beleuchtet ist. Und sonst ist wirklich alles noch frei, es ist noch nicht viel gefarmt. Und wir machen so Loren, wir machen nicht einfach gerade Loren, also gerade Strecken, Schienen, sondern richtig abenteuerlich. Und dann habe ich auch Wild so richtig als Ding gewählt. Hier sind die Flaggen zum Beispiel von dem Reich, also von dem Server. Und ihr dürft natürlich auch eigene Flaggen machen für das RVR oder eigene Flaggen für euer Haus. Wenn ihr zum Beispiel eine Community bildet, dann dürft ihr natürlich da auch machen. Ja, außerdem werde ich das Dorf hier weiterbauen, überall ringsum. Das ist natürlich alles im Survival-Modus. Ich bin jetzt nur kurz im Kreativ-Modus, damit ich einfach zeigen kann, ohne viel Stress. Und das Dorf sollte einfach so ringsum um die Arena sein. Dann hier ein Hafen mit Schiffen. Und so das Spawn sollte einfach so signalisieren, dass es im Wild zu und her geht. Wir werden Dorfbewohner herumlaufen lassen. Und ja, es wird einfach alles sehr wild. Ich hoffe, es ist auch beliebt und kommt gut an. Die schon online sind, haben es wirklich gut befunden. Kann nicht schlafen. Ich gehe mal zu ihm. Ich hoffe, dass hier nicht kein Monster spawnt. So, gut. Jo. Also was alles so erlaubt ist sozusagen, also es ist wirklich frei schon sozusagen. Wenn ihr halt wirklich kein barbarisches Ding, könnt ihr ein, weiß nicht, ein Indianerhaus bauen oder irgendwas Fantasy. Es ist einfach schön, wäre es wirklich, wenn niemand richtige prunkige Bauten macht. Das ist einfach das Wichtigste. Schatzräume oder so dürft ihr natürlich machen. Sollten zwar nicht so ersichtlich sein, damit es einfach das Bild nicht so ein bisschen zerstört. Aber Hauptsache, ja, sieht einfach cool aus. Also ich finde es mega cool. Andere sicher auch. Und wenn ihr Fragen und Antworten wollt, dann dürft ihr gerne unten eine Frage stellen oder auf dem Server eine Frage stellen. Der Server ist whitelistet, aber ihr dürft natürlich so gut wie direkt drauf, wenn ihr einfach mir ein bisschen erzählt habt, wie ihr seid. Wenn ich Griefe einlade und auf den Servern haben es natürlich nicht viele gerne. Deshalb. Oder wenn ihr schon sagen, ja, ihr benutzt eine Minimap, ihr benutzt Fastcraft, ihr benutzt Optifine und alles. Ja, da muss ich halt auch ein bisschen denken, ja, braucht es? Der Server sollte ohne auskommen. Es wäre nämlich gut, wenn keine Minimap benutzt wird, weil auf den Minimaps ist zu viele Vorteile zu sehen. Das dürfen gerne andere Server erlauben, aber unser Server sollte es nicht erlauben, damit alles fair bleibt und ja, mehr Vorteile habt ihr sonst ja nicht. Also ja, sollte eigentlich alles ersichtlich sein. Der Spawn ist bei 0, nicht ganz, aber
werdet ihr sicher finden. Und ja, das war's mit dem ersten Update Video. Und es kommen immer mehr, also es wird immer schneller sein. Ich werde immer öfters Videos hochladen, wo es kommt. Ah ja, meine Ferrari Garage muss ich noch zeigen. Die ist hier unten. Hat nur zwei Pferde, eines ist gestorben. Und ich habe irgendwo eine Kiste versteckt, wo die Rüstungen drin sind, die Pferderüstungen, weil die so selten sind natürlich. Ja, sonst, ja, ist ja nicht so versteckt. Ich will einfach nicht, dass die Pferde von Wölfen gefressen wird. Die Spieler sollten eigentlich alle friedlich sein, auch wenn sie manchmal Rollenspiel machen und dann ein bisschen haten. Sozusagen, wenn halt irgendwo Streit ein bisschen beginnt, ist es meistens rollenspielartig. Und natürlich gibt es auch Freunde, wie wir drei sind, so als Rollenspiel und auch als gute Freunde. Dann ist alles okay. Jo, und wenn ihr Probleme habt, jederzeit mich kontaktieren irgendwie. Ich habe Skype, ich habe Steam, ich habe alles. Also sollte das schon in Ordnung gehen, oder? Ja. Also ich bedanke mich fürs Schauen. Und weitere Videos kommen eben wöchentlich bis zweimal wöchentlich ungefähr. Allzu viele Updates will ich auch nicht machen, aber so ist ungefähr gut, weil dann seht ihr auch ein Update. Jo, also ich bedanke mich fürs Schauen und ja, das nächste Video kommt vielleicht am Wochenende. Also, tschüss.